Das sind sie, die Bürgerpreisträger 2016. Traditionsbewahrend, sozial und kulturell engagiert. Der Freibergsdorfer Hammerverein und Heidrun Hinkel sind mit Herzblut, Verstand und Seele seit Jahrzehnten im Ehrenamt aktiv. Für ihr außergewöhnlich großes Engagement verleiht ihnen die Stadt Freiberg den Bürgerpreis 2016. Bis zu 60 Mal in der Minute können diese Hämmer zuschlagen. Jeder von ihnen 100 bis 250 Kilogramm schwer. Bewegt werden die Kolosse über eine tonnenschwere Eichenholzwelle mittels Wasserkraft. Technik, die in einer Schmiede ab dem 14. Jahrhundert zum absoluten Hightech zählt. Diese Schmiedetechnik hat eine ganz neue Etappe eingeleitet im Schmieden. Zuvor war es reiner Muskeljob, reines Handwerk. Und mit dem Freibergsdorfer Hammer oder mit dieser Schwanzhammertechnik ist im Prinzip die erste Schmiedemaschine, die die Menschen überhaupt nutzen, hier im Betrieb gewesen. Das Wissen um den Freibergsdorfer Hammer und die Begeisterung für ihn teilt Friedrich Schade mit zwei Dutzend anderen Enthusiasten. Gemeinsam widmen sie sich in ihrer freien Zeit der historischen Anlage, einer Rarität. Denn in Sachsen existieren mittlerweile nur noch drei vergleichbare Hammerwerke. Bis zu seiner Schließung Anfang der 70er Jahre wurde hier täglich geschmiedet, vor allem Werkzeuge und Zubehör für den Bergbau, die Land- und Forstwirtschaft. Dass die Hammeranlage heute wieder voll funktionstüchtig ist, gleicht einem Wunder. Der Gebäudezustand war miserabel. Es ist in den letzten Jahren der Produktion in diesem Hammer eigentlich nichts mehr an der Substanz getätigt worden, weder an der Bausubstanz noch an der technischen Substanz, sodass das ganze Hammerwerk eigentlich in den Anfang der 70er Jahre in einen ganz desolaten Zustand geraten ist. Doch es finden sich viele freiwillige Helfer, die sich der stillgelegten Anlage annehmen. Über 10 Jahre dauern deren Beräumung und Rekonstruktion, bis sie schließlich 1988 als technisches Denkmal eröffnet wird. Aus den ehrenamtlichen Helfern geht 1991 der Freibergsdorfer Hammerverein hervor. Seither sind die Mitglieder unermüdlich im Einsatz. Mit großer Hingabe und Sachverstand pflegen sie das wertvolle Hammerwerk samt seiner großen Außenanlage. Wenn man sich einmal dieser Technik verschrieben hat und zu schätzen weiß, was die unsere Vorfahren geschaffen haben, dann ist man auch bestrebt, das zu erhalten. Und die größte Freude, die eigentlich rüberkommt und was die Vereinsmitglieder immer wieder antreibt, hier zu agieren, das sind die Gäste, die wir hier reinführen. Mit Schauvorführungen und Schmiedekursen begeistern sie Gäste aus aller Welt. Allein in einem Jahr schultern die Vereinsmitglieder bis zu 60 Veranstaltungen. Auch Kinder und Jugendliche laden sie zu Sonderführungen und Projekttagen ein, um ihnen das alte Handwerk näher zu bringen. Ihre gemütliche Hammerstube bieten sie sogar Gruppen für Feiern und Schulungen an. Die alten Gemäuer mit ihrer Technik und ihren Geschichten faszinieren. Lebendig bleiben sie durch das ehrenamtliche Engagement des Freibergsdorfer Hammervereins. Ihr Lachen ist ansteckend. Wo immer Heidrun Hinkel ist, herrscht ausgelassene Heiterkeit. Das gefällt auch diesen Frauen hier, den selbsternannten Hinkelsingers. Seit fast 10 Jahren treffen sie sich mit der lebenslustigen Freibergerin zum gemeinsamen Singen im bunten Haus. Ich bin gefragt worden in den paar Tagen über ein Ding. Würdest du das machen? Und ich sage, ja, das mache ich. Und dann ist das einfach so passiert. Wahrscheinlich hat den Ärzten viel Freude gemacht und dadurch hat sich das ganz schnell rumgesprochen. Fast 40 Frauen sind es inzwischen. Über die Jahre sind sie zu einer festen Singgemeinschaft zusammengewachsen. Das liegt vor allem am Ehrgeiz und Engagement von Heidrun Hinkel.
Schon als Kind entdeckt das Energiebündel die Leidenschaft zur Musik und Unterhaltung. Sie liebt die Bühne, spielt mit 5 Jahren ihr erstes Instrument. Bis heute versteht es die ausgebildete Lehrerin, andere mitzureißen und zu motivieren. Auch die Hinkelsingers fordert sie immer wieder aufs Neue heraus. Stets erweitert sie das Repertoire, mit dem die Hinkelsingers ihr Publikum begeistern können. Für Heidrun Hinkel ist gute Unterhaltung wichtig. Dafür investiert sie jede Menge Zeit. Alle Programme stammen aus ihrer Feder. Sie schreibt Moderationen und textet sogar Lieder um. Doch damit nicht genug. Neben den Proben und Auftritten organisiert sie für die Frauen regelmäßig Ausflüge und bunte Feste. Ihre Energie und Ideen scheinen unerschöpflich. Zu spüren ist das auch in der Faschingszeit. Seit Jahrzehnten steht Heidrun Hinkel auf der Bühne des Freiberger Karnevalclubs, den sie 1985 mit aus der Taufe hebt. Ich habe vorher 10 Jahre in einem Lehrerkabarett gespielt. Also ich war ein bisschen bühnenerfahren und meine Figur war eigentlich relativ zeitig klar. Ich war ja Lehrerin, später Schulleiterin und ich war der Pionier Heidi. Kaum ein Blatt nimmt sie in der Bütt vor den Mund. Sie sagt, was viele im Saal denken und trifft damit bis heute den Nerv ihres Publikums. Inzwischen gelten ihre Büttenreden als legendär, sodass sogar andere sächsische Clubs sie als Gastrednerin einladen. Ihre Ideen und Erfahrungen gibt sie gern weiter und davon hat sie jede Menge. Mehr als 20 Jahre übernimmt sie die Organisation des Kinderfaschings für 500 Kinder und ruft 2009 den traditionellen Weiberfasching mit ins Leben. Inzwischen zählt der FKK fast 70 begeisterte Mitglieder. Und Heidi, wie sie liebevoll von allen genannt wird, ist aus dem närrischen Treiben nicht mehr wegzudenken. Doch sie widmet sich durchaus auch den ernsteren Themen der Stadt. In der Arbeitsgruppe Ausländer und Asyl setzt sich die Stadträtin für die Integration von Flüchtlingen ein. Dabei unterstützt sie die Frauen und Männer bei alltäglichen Problemen, wie etwa bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Auch kleine Stadttouren werden von ihr organisiert, um ihnen kulturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge näher zu bringen. In Kursen vermittelt sie die deutsche Sprache. Sogar das Steigerlied hat sie ihnen beigebracht. Es gibt auch Tage, wo ich manchmal denke, oh, wenn du das morgen nie noch hättest und das nie und so. Manchmal so. Aber macht mir alles Freude. Und solange das noch geht. Und das ist auch viel Verantwortungsgefühl. Dass ich denke, nun haben die angefangen, das kann ich ja, nicht aufgeben. Können sie doch nie im Stich lassen. So, ich denke immer, ja, das muss ich machen und das muss ich machen. Unentwegt ist sie im Einsatz, hilft dort, wo sie gebraucht wird. Und wenn sich vor ihr auch so manche Hürde auftut, Heidrun Hinkel nimmt's mit Humor. Herzlichen Glückwunsch, Heidrun Hinkel und dem Freibergsdorfer Hammerverein zum Bürgerpreis 2016.